MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Monopoly mit mir, dem André und Howie und Leo und Vincenzo. So, ja, ich würfel da mal, ne? Dann gucken wir mal, was hier bei einer 6 so rumkommt. Ah. Ja, das zahle ich ihm da mal ein bisschen zurück. Hat er sich auch verdient. Und er hat ja auch nur 11. 11 Cash. Komm hier, nimm, Vincenzo. Stimmt so. So. Ah, der wandelnde Geldbeutel ist wieder unterwegs. Aber ich hab da nichts. Also ich bin da raus aus der Ecke. Der Vincenzo hat da viel. Eine 6. Ja, alles klar. Eine 7 wäre schön gewesen. Dann hätte Leo da dieses vakante Grundstück endlich mal wegkaufen können, bevor Vincenzo da dreifach hat, ne? Meinst du nicht? Ach nee, ich will noch Schuhe kaufen. Ja, dieses Orangen ist echt ein mieses Grundstück. Da könnte er eine Gruppe voll haben. Dann hätte er Orange und viel Rot. Ach nee, du hältst das andere. Oh, das ist natürlich richtig blöd gelaufen für Vincenzo. Denn da ist die Kohle vom Los auch schon wieder weg. Und mit 43 Cash eine ganze Runde überstehen, wird es mittlerweile schon knapp. Aber er kann ja noch Hypotheken aufnehmen. Das, ja, passt. Oh, das ist ja auch schon meiner. Ja gut, nee, dann gib mir dann direkt mal die 100. Fallen. Ja, 199. Und da ist das X, jawohl. Sie sind dran. Ja, dann würfeln wir mal. Ich könnte mit etwas Glück, wenn ich jetzt auf meine eigenen... Nein, das ist zu weit. Hätte ich jetzt auch mal hier ein bisschen was gebaut, ne? Aber... Ah ne, das ist ja gar nicht meins. Hä? Doch. Das wäre meins. Es wird etwas Gutes passieren. Ich vertue mich hier gerade ein bisschen mit Gelb und Orange hier auf dem Brett. Aber gut. Rücke vor, bis du schlosser bist. Oh! Ach Gott sei Dank hast du eine Karte. Ja. In der Tat habe ich eine Karte... Doping für die Haare. Und, ja. Aber trotzdem ärgerlich. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich war ja kurz vor los, oder? War ich kurz vor los? Wo war ich denn? Ja. Aber auch in dem gefährlichen Bereich, wo du da alles hältst. Oh! Nö. Sie müssen den Spieler bezahlen. Das ist ja kein Problem für Leo. Da bleiben noch genug Taschengeld über. Viel Glück. So, was bräuchtest du denn um... Ach nee, das ist noch... Ach, der ist da oben. Okay. Das finde ich fair. Das finde ich sehr nett vom Vincenzo. Das finde ich, ist mal ein richtig feiner Zug. Ich schätze, sie halten sich lieber auf dieser Seite der Gitter auf. Ja, hallo Vincenzo. Grüß dich. Und ich würde wetten, du kommst natürlich nicht, ne? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber du hast Glück, das dürfte dann einer da oben sein. Ja. Sie sollten bauen. Blöder Spruch beim Bahnhof. So, ich gönne dir nochmal eine 10. Eine 6 und eine 4 wäre ganz cool. Da ist die 4 und da. Oh, Haarscharf. Das ist ein Kartenziehfeld. Ach, ich darf es ja nicht mehr sagen. Jetzt bin ich gespannt. Rücke vor bis zum nächsten Mal. Die Karte hast du schon zweimal gehabt. Bezahle dem Besitzer das Doppelte. Komm! Pff, 15. Das Geld müsste eigentlich in dieses Feld da. Ja, in das Freiparkenfeld, ne? Ja. Teilweise, so habe ich es auch immer gespielt. Und teilweise waren das richtig dicke Pötte, die sich da angesammelt haben. Und wenn man da drauf kam, hatte man, ach nee, echt ausgesorgt. Jetzt hier, Rücke vor, bis ich das erlebe. Mal, ob sie Glück oder Pech haben. Ja. Schön als. Ja, aber das Spiel, wir können eigentlich aufhören, das ist so unrealistisch. Zweiter Preis.
Zweiter. Seit wann denn sowas? Spielen wir. Ja, Kitty, Kitty, Kitty. Na, sie kommt in die Schlossallee-Bereiche, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. It's payday. 175. Schlaue Investoren geben niemals. Kann man mal so machen. Hätte mehr gedacht. Beim nächsten Haus sind es dann schon 500, ja, okay. Also das erste Haus ist noch relativ human. Oh, schade. Das wäre natürlich sehr übel gewesen für die arme Leo. Aber sie hat wieder Cash für die nächste Runde. Sie sind dran. So, Vincenzo. 43 Monopoly-Taler auf der Bank. Und mit einer 6 wird es nicht. Ist sein eigenes, ne, oder? Yo. Ja, das kann er auch haben. Sie sind zu Hause. Vielleicht sollten sie bauen. Ja, er sollte vielleicht bauen, aber ihm fehlt dieses letzte Grundstück, was immer noch frei ist. Viel Glück. Keiner will es haben, aber er hätte eh kein Geld. Dementsprechend wäre das ganz schön. Wo kommst du hin? Wo kommst du hin? Ah, hast aber Glück doch. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. Ein mehr, ein weniger oder zwei weniger und ich wäre wieder ein reicher Mann gewesen. So, das ist eine 8. Und damit kann ich leben, denn das ist mein Bahnhof. Endlich daheim. Home sweet home. Also, diese Gegend gefällt mir da. Kannst du mir noch das Wasserwerk schenken? Nein? Hätte ich da nämlich Bahnhof, gelb, gelb, Wasserwerk, gelb. Aber das ist natürlich, 12 war das. 8! 8! Meine Herren, naja. Wie heißt es so schön, wer den Taler nicht ehrt? Sie sind dran. Ist es Euros nicht wert? Nein, umgekehrt. Ne? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert. Sowas, oder? Ein Schulterzucken. Was ich muss konzentrieren. Worauf? Wie der Vincenzo würfelt? Pasch und zahlt mir Geld. So, und jetzt aber die nächste Hypothek aufnehmen, ne? Geld sicher etwas anderes vor. Bum, bum. Tja, da, siehst du? Naja. Viel Glück. Ja, ein rotes hat er. Das sieht man natürlich jetzt sehr ungünstig, aber ein rotes hat er. Wie sagt man? Hypothesiert? Darüber, da kriege ich jetzt keinen Wert mehr raus. Eine Hypothek drauf aufgenommen. Sie müssen den Spieler bezahlen. Na, hat er doch. Ja. Bis zur nächsten Hypothek ist noch ein bisschen Cash vorhanden. Hat ja noch ein rotes, das nochmal Geld geben. Bei den Orangenen würde noch Geld geben. Und dann könnte er, glaube ich, ja immer noch versteigern lassen, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder verkaufen? Oder ist nach Hypothek Ende? Je ne sais pas. Eieieiei. Geben Sie nicht auf. Durchhalten ist der Schlüssel 200. Zum Erfolg. Und er ist weg. Er erklärt den Bankrott. Das ist ja fatal. Das gehören alle Roten mir. Oh. Ah, du hast die Möglichkeit. Ach nee. Du kannst jetzt die Hypotheken auflösen, die er gemacht hat. Ja, er hat dir mal eben alles gegeben. Alles? Weiß ich nicht. Doch. Guck. Die roten, die grünen, ja, keine Ahnung. Ja! Was mach ich jetzt? Ist mir scheißegal, was du machst. Ja, du hast mit Hypotheken. Genau, er hat ja mit Hypotheken belastet, rot und grün. Du kannst es jetzt auflösen oder erstmal beibehalten. Das ist ich behalte die, oder? Was? Du behältst die Straßen sowieso. Ja, aber wo muss ich drücken hier, ne? Für was? Wenn du jetzt die Hypothek noch nicht behalten. Abzahlen möchtest. Nein, nochmal. Die Straßen sind jetzt quasi inaktiv. Mhm. Ja? Jetzt geht es um die Museumstraße, die rote. Die hat ja gerade als eine Hypothek drauf gemacht. Und du kannst sie jetzt wieder aktiv stellen. Für 121. Die Museumstraße für 121, genau. Ja. Dann hättest du die komplette Farbgruppe auch. Ich würde das empfehlen. Mario. Dann mit X. So, und jetzt geht es noch um die Bahnhofstraße. Da hat er nämlich auch eine Hypothek drauf. Du hast noch den anderen. Den würde ich von dir abkaufen. Boah, dann musst du mir mal ein Angebot machen. 176. Genau. Ach komm. Ach komm, ne? Was kostet die Welt, ne? Kannst ja immer noch eine Hypothek wieder drauf.
Das heißt, das gehört mir jetzt alles. Ja. Es gehört dir alles. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel er hätte. Wie haben Sie das zahlen gemacht? Müssen. 200. 200 nur, deshalb verstehe ich das nicht. Ja. Er hätte noch locker Sie sind zu Hause. Eine Hypothek bauen? Draufsetzen können. Ich habe keinen Bock mehr zu tun. Meinst du? Ja. Ach so, das sind die Regeln. Oh Gott. Ach so, ich kann das hier durchschützen. Man muss gar nicht auf den anderen sein. Ja, das ist ja praktisch. So. So, ich hatte einen Pasch. Ja, wenn jetzt nicht irgendwie ich hier was rumgebogen bekomme, dann wird das nichts mehr, ne? Nach dem Geschenk, was dir da gegeben wurde. Da kommst du mal nicht drauf. Wo kommst du nicht drauf? Ja, wirklich. Natürlich die Zusatzsteuer. Gar nicht gut. Jetzt muss ich gucken hier. Wie viel brauche ich denn? Wie viel muss ich zahlen? 100. Frag doch hier, Leo. Ach, Leo. Mach hier einfach auf dem Rotz eine Hypo. Verzweifelte Bam. Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Und dann. Ja. Ja, jetzt haben wir die Schulden. Ja, war natürlich ein Risiko, jetzt auf alle da oben zwei Häuser draufzusetzen. Aber irgendwas muss passieren. Ich muss jetzt schnell und zügig zu Geld kommen. Glaube aber, das Spiel ist schon für mich verloren. Denn du hast zwei Farbgruppen, zwei richtig fiese Farbgruppen sogar und... Die gewinnen noch einmal. Erfolgreiche Menschen lieben ihr eigenes Glück. Ja. Ja. Was soll da noch schief gehen? Und da spricht sie dich an. Da gibt es auch ein Angebot. Sie möchte gerne das Elektrizitätswerk. Nee, sie gibt dir. Sie will dir das Elektrizitätswerk geben. Und du sollst dir die Elisenstraße und noch ein bisschen Geld. Das würde ich machen, weil schließlich habe ich das andere Werk. Ja. Und. Kassiert man dann doppelt oder wie war das? Ich weiß es nicht. Ach so, ich kann ja auch noch sagen, ich will mehr als 100. Wie viel ist das? Ja, nee, du sollst noch Geld aufgeben. Und eigentlich bietet sie dir einen Wert von 150 an, das Elektrizitätswerk, und will von dir die Straße plus Geld im Gesamtwert von 170. Das heißt, eigentlich hat sie jetzt momentan noch den Vorteil. Du kannst jetzt mit X akzeptieren, mit Viereck ein Gegenangebot machen oder mit Kreis sagen, ne, bin ich interessiert, tschüss. Du akzeptierst, du hast ja cool. So, das heißt, du hast jetzt beide Werke und sie wird mir jetzt nochmal mit mir sprechen wollen. Los, würfeln Sie. Nächste Runde. Weil ich habe nämlich die dritte Straße von da. So. Das war klar, dass du aus der Gefahrenzone raus bist und kommst auf deine Parkstraße. Sie sollten bauen. Hast aber kein Geld, um zu bauen. Mhm. In dem Fall drückt man dann X. Ja, ist das schön. So, ich brauche das Geld vom Los und bitte hier nicht auf Steuer oder so ein Rotz. Echt jetzt? Ach nee, das ist gemeint dazu. Jetzt kommen wir auch nicht mit Rücken vor Beschloss. Ja, sind wir nochmal zu. Gut. Sehr gut. Sie sind dran. Absolut spannend jetzt gerade hier. Das Spiel ist auf Messerschneide. Oh oh. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Hat sie dir gerade. Ja. Ja. Würfeln Sie und sehen wir, was die Zukunft bringt. Was fällt los? Viel Glück. Hauptsächlich komme ich auf deine Berliner.
Och nö, da ist die Kohle auch schon wieder weg, ey. Gab nur echt eine Sache, die ich jetzt auf keinen Fall gebrauchen konnte. Und das war der Einerpasch. Und was kriege ich? Bäm! Das ist ungünstig. Mit 42 die Runde machen. Und da komme ich auf. Was ist das da? Was ist das da? Mein eigenes. Naja. Ist okay. Ja, werde ich jetzt nicht bauen. Ich habe da nicht mal genug. Ich habe noch eine Farbgruppe. Ich hab doch nichts. Leo, willst du nicht mal gleich mit mir handeln? Ah, die hat nichts, ne? Ich kann mir nur Cash anbieten. Cash will ich eigentlich gar nicht. Und da kassiert die Howie schon wieder 28 von der Leo. So, Howie ist noch weit weg von meinen gelben Straßen, aber mit großen Schritten. Nein, es ist noch weit weg. Ich weiß auch. Kannst du sogar kaufen hier. Ja, die ist nämlich noch vorhanden. Die will es auch keiner haben. Sie haben ein freies Feld erreicht. Oh nee, du hast ja schon eine von, tatsächlich. Ja, ich habe die letzte. Nein. Warum nicht? Kein Interesse habe, dir noch eine Farbgruppe zuzuspielen. Ich will aber. Ich will aber. Du hast doch nichts. Gib mir deinen Bahnhof und die beiden Grünen, dann kriegst du hier die. Ja, also. Viel Glück. Na, dann kann ich da auch nicht ändern, du. Kind der Sonne. So. Ja, das frei parken wird keiner braucht. Super. Das nenne ich sicher. Ich will auch nicht hin, ey. Na komm, das ist doch absolut zu verkraften, glaube ich. Das wird 70 oder so, 80, nee, mehr, ne? Du hast zwei heute. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, so teuer sind die jetzt ja noch gar nicht. Leo zieht erstmal an die Schlossallee und Parkstraße vorbei. Und da ist ein Hypo drauf. Die kann ich auch mal auflösen, ne? Naja, nee, jetzt ja nicht, ich habe ja kein Geld. Außerdem ist das sowieso so ein Drecksflamm. So, Howie! Ach, drück dich doch nicht mit so mickrigen Würfelattacken. Endlich daheim. Und weiterhin bleibt die eine Straße hier, die Berliner Straße, unbesetzt, ne? Die ist tatsächlich noch zu haben. So, das ist 6er Posch. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz so gut, denn da lande ich auf einem bösen Grundstück. Das Böse. Hier, die Grünen kannst du wieder gehen. Dann kriegst du deine Linkspunktstraße da. Nee. So, die Kohle habe ich noch. Jetzt allerdings. Ich dachte, ich hätte einen Pasch. Hier habe ich auch. Jetzt brauche ich was Hohes. Oh. Mach ich. Ist egal. Ja. Zusatzsteuer. Da komme ich ja immer drauf. So, ein weiteres Mal bitte eine Hypothek aufnehmen. Nee, den machen wir nicht. Poststraße, genau. Oh, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Hypotheken aufnehmen hier. Sie haben getan, was getan. Der Pleitegeier, der Pleitegeier. Hypotheken! Ich glaube, jetzt passt es, ne? Jo. Ja, der Besuch auf diese blöde Einerpasch-Einkommensteuer-Mist, der hat es mir ein bisschen versemmelt. Ja, hau dich wieder um. Genau, boing. Eine 6 für die Miezekatz. Ja, da ist eine Hypothek drauf. Natürlich kommt ihr jetzt alle auf meine Felder, ne? Ist ja klar. Smelly Cat, Smelly Cat. Das ist noch zu weit. Nee, das passt nicht. Was sagen die Karten? Ach, komm. Na gut, das ist nur ein Feld. Sie sind zu Hause. Du bist zu Hause. Du kannst bauen. Nicht mehr. Ja, ich baue lieber da. Du baust lieber da, sagst du? Na, nicht auf eine Sache fixieren. Das nein, auch bei dem Grün. So, endlich Geld. Sie sollten bauen. Endlich Geld. So. Putsch. Putsch. Und lösen wir den auch noch.
So, dann bin ich wieder hypothekenfrei. Ja. Mal gucken, ob wir drum kommen. Ja, natürlich. Risiko, Risiko, aber. Leo. Er hat sich wieder umgeworfen. Leo Lausekatz zahlt jetzt erstmal hier Elektrizität. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. So, und dir wäre ich. Ich dachte, man muss, wie das da steht, viermal so hoch, wie man würfelt. Ja, die hatte eine 3 oder was hatte sie jetzt? Danach richtet sich das. Ich wünsche dir eine 2, eine 3 oder eine. Mann. Tolle Wurst. Ja, aber das ist doch nichts. Manchmal muss man den Preis bezahlen. Mann. So, wir sind übrigens durch. Oder was denkst du? Machen wir Zug beenden? Nein, wir machen jetzt Ende hier. Du drückst jetzt X. XXXX. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Sagst du noch was? Sagst nicht Tschüss? Tschüss. Tschüss.